weil du ein bisschen minus 6 Energie hast. Ah, zu wenig Energie. Allerdings würde ich mit der Energie eher aufpassen und schon fast eher Ich habe gerade überlegt, ob ich hier mal Richtung kurz Gebäude gehe. das auf Pause mache. Das in der Mitte auf Pause packen und gucken, ob die am Rand Das ausfedern. das in der Mitte aus. Und jetzt haben die am Rand ja wieder 100% alle drei, oder? Ja, Das wird die am laufen jetzt wenigsten wieder. ausmachen, wenn du den Effekt Nee. machst. Ist ja trotzdem 84, okay. Aber ich glaube, es fährt nur. Jetzt ist Pause. Es Dann dauert guck nämlich ein noch bisschen, bis es mal. runterfährt. Nee, ist aber trotzdem nur Ne. 84. Ist aber egal, eine Ökobilanz von minus 19 ist immer noch durchaus machbar. Ja, Und viel Strom kostet es aber nicht, ne? Energiekosten minus 2. Naja, da lohnt sich die Wetterbilanz eher Ja. hochzuhalten. Was kostet denn so unheimlich viel Energie? Minen. Hm? Und wie wär's mit deinen Bauzell-Dinger am Anfang? Wie viel Energie kosten die? Meine was? Bauzellendinger. Meinst du, weil ich die gerade nicht Ja, brauche? wieder, genau. Eins. Eins. Naja, das Es ist lohnt auch. nicht. Ich würde halt nur gerne etwas ausbremsen, was wir gerade nicht brauchen. Ich würde ja fast sagen, wir haben jetzt zweimal Stahlrohrherstellung. Werkzeug hast du genug, da kannst du eins von wegmachen. Ja, machen wir mal eins auf Pause. Nee, die würde ich da lassen. Oh. Wie teuer sind die Windräder im Unterhalt? Minus 25 ist alles noch im machbaren Bereich, finde ich. Das wäre mir jetzt schon zu viel. Also so ein Windrad, ne. Es kostet doch aber. Junge, du kannst nicht mit Geld umgehen. Im Spiel und im wahren Leben. Nein. Und ich bin trotzdem noch am Überlegen, was ich abschalte. Brauche ich Carbon momentan für irgendwas? Nö. Gut. Geht auch die Ökobilanz wieder hoch. Spiel gespeichert. Gut. Das heißt. Ah, geht doch langsam nach oben. Müssen wir ihn hier nur ein bisschen glücklicher stimmen noch? Klar, wir werden erstmal abwarten. Zeit von ganz allein schon mehr. Ja, darum habe ich es jetzt runtergestellt. Dadurch müsste eigentlich innerhalb kürzester Zeit hier das durch die Drinks abgefangen werden und die müssten langsam aufsteigen. Jetzt heißt es irgendwie warten. Und meine Bilanz geht jetzt rasant nach oben. Guck mal. Ich war gerade zwar auf 400 und Peng. Registriere demografische Es wird jetzt Veränderungen. immer besser. Jetzt müssten wir auch die ersten Einwohner haben. Die Forscher sind genau. 6 Stück haben wir schon. Und die Laboranten steigen an und das sollte jetzt sich recht flott erholen. So, dann hätte ich dir gerne trotzdem noch mehr. Du bist noch im Einflussbereich, du bist noch im Einflussbereich, du Registriere bist noch da, Verbesserung der du Ökobilanz. bist noch da, du bist noch da. Ich nutze jetzt einfach mal nur den Kreis aus, damit ich nicht noch was weiteres erforschen muss. Ökobilanz wird besser, Energie wird besser. Es wird alles besser. Kannst aber direkt die Mieten von den neuen Einsiedlern hochpacken. Und ich kann jetzt Hightech-Waffen entwickeln. Also ich würde direkt die Mieten von denen jetzt gleich wieder hochmachen, ja. So. Aber dann gefällt Ihnen das mit den Getränken nicht mehr ganz. Die verbrauchen jetzt ja auch mehr Getränke. Ja, können Sie ruhig. So. Okay. Was willst du mir hier eigentlich sagen? Ich muss. Ach so, ich soll Dings Wie bauen, lautet genau. der aktuelle Status? Und der aktuelle Status Und lautet. machen Sie bereits Fortschritte? Gut. Ja, wir machen immer Fortschritte. Warum klicke ich da auch immer wieder rauf? Ich will nur rübergehen. So, 35 haben wir schon.
So. 35 Forscher. Und wir brauchen eine Schiffswerft. Eco. Oder doch bei der TÜS? Stand hier nicht gerade eine Eco-Schiffswerft? Ja. Ach, da oben. Nicht? Nee. Das ist eine Flak. Das ist ein Abfertigungsterminal, ist der Hafenbehörde, ist ein Frachtlager. Eieiei. Da, der Anker. 800 Credits. Das Geld hast du natürlich nicht. Ja gut. Ausgezeichnet. Aber das war nur ein Vorgeschmack auf das, was jetzt kommt. Gut, wir haben es jetzt erstmal geschafft, die Forscher zu kriegen. Also ich könnte jetzt theoretisch hier denen auch wieder einfach den Geldhahn ein bisschen plopp und dann sieht das nämlich auch schon wieder besser aus. Und dann bauen wir jetzt mal noch Text. Klick hier Gebäude ran. Okay. Es fehlt mir jetzt Werkzeug. Klar, weil die gerade geupgradet haben. Also wenn wir hier die Werkzeugproduktion mal wieder losstarten. Jo. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Ja. Ach, bei null. So. Dann produzieren wir neues Werkzeug. Und wir müssen jetzt, wenn wir dann die Schiffswerft gebaut haben, was wir hoffentlich bald hinkriegen. Werden es jetzt eigentlich mehr Forscher oder haben die jetzt schon keinen Bock mehr? Gentechnik ist so langweilig. Gibt es hier keine größeren Herausforderungen für mich? Oh. Ja, tut mir fast ein bisschen leid. So getränkemäßig sieht es aber hier fast gut aus. Die Produktion läuft allerdings auf Höchsttouren. Das heißt, da kommen wir erstmal nicht mit weiter. Was ist mit den untersten Siedlern? Die hast du auf einer hellgrünen Stufe. Also nicht so, dass sie sich weiterentwickeln. Guck. Ja, stimmt. Eigentlich könnte ich die mal sich weiterentwickeln lassen. Vielleicht gibt es dann mehr Kohle. Yep. Und du musst wie viele Forscher erreichen? 50, ne? Hab ich schon. Die habe ich schon erreicht. Die sind schon erledigt. Aber ich würde halt auch gerne noch mehr Häuser bauen. Nur langsam wird es halt echt kritisch mit den Baumaterialien. Bringt natürlich alles Kohle und so. Ich kann wissenschaftlich beweisen, dass meine Mitbewohner und ich geradezu euphorisch sind. Es freut mich, dass du das wissenschaftlich beweisen kannst. Ich würde zwar gerne mal sehen, wie du das machen willst, aber ist okay. So, Mieteinnahmen steigen wieder, weil mehr Leute. Boah, das ist echt ganz schön anstrengend. Heftig schwer. Ja gut, aber dadurch frisst das Ganze natürlich auch Zeit. So, ich würde sagen, ich verkaufe jetzt einfach mal Munition. Mhm. Und verkaufe ich das Öl? Ne. Was haben wir denn noch großartig über? Eigentlich gar nichts mehr. Hm. Nee. Nee, verkaufen wir nur. Nee. Verkaufen wir nur die Munition. Du kommst echt noch nicht in gute Bilanz rein. Wenn mehr Forscher entstehen, schon. Und wo, momentan ziehen neue Leute so an. Ja, die Gebäude. Der Gebäudeunterhalt ist so hoch. Oh, irgendwas kannst du vielleicht noch stoppen. Pausieren. SAAT kann es sich nicht leisten, Father zu verlieren. Wir müssen den Computer an sie erinnern. Ich weiß. So. Export. Das bringt auf jeden Fall viel. Ein Stern. Sie kriegen jederzeit mehr SAAT. Ich will hier nichts kaufen, mein Freund. Ich hatte nie vor, etwas zu kaufen. So. Deine Stadt wächst und gedeiht. Ja, wir müssen jetzt langsam, aber sicher mal noch mehr Häuser bauen. Echos? Oder Techs, du bist richtig, ja. So, hier mache ich den Break. Genau. Okay. Okay. Aber eigentlich habe ich das doch
Wollte ich gerade sagen, ich habe das doch eigentlich gemacht, um wieder in Credits zu kommen. Ich bin jetzt aber wieder bei 800 minus. Ja klar, steigt ja auch weiter. Solange hier kein Plus steht. Ich kann aber nicht mehr wirklich was verkaufen. Du kannst deine Gebäude allerdings pausieren, sodass die keine Bilanzkosten mehr machen. Ja, aber wenn ich jetzt Petroleum verzichte, Carbon brauche ich eigentlich nicht, stimmt. Pause. Kostet immer noch 7. Werte steigen. Das ist auf Pause sowieso. So, kostet 7. Ja gut, aber ist ja besser als wenn es mehr kosten würde. Ja. So, Minus 5. Ja, es lohnt nicht. Klick mal auf Pause, um zu gucken, wie viel es sparen wird. Nur 3. Minus 10, also wirklich sparen tun wir hier nirgends. Du musst viele Sachen ausmachen, das die wirklich kosten halt. Ja. 20. Kaum Energie, aber 20. Ja, aber das muss ja nicht sein. Wir können ja einfach erstmal weiter Gebäude bauen, weil die Bauzellen werden ja jetzt momentan recht schnell nachproduziert, genauso wie die Werkzeuge. Da kriegt man ja immer innerhalb kürzester Zeit wirklich einiges an Gebäuden hin. Wo jetzt natürlich das Problem ist, ich kann keine Straßen bauen. Oh. Das heißt, ich muss das hier hinten abreißen. Sonst kriege ich mein Zeug nicht wieder. Ja. Erst die Straßen bauen. Jupp. Dafür müsste ich aber auch erstmal wieder ein paar tausend Credits bekommen. Fisch wird nicht wirklich viel bringen. Holz hast du viel. Stimmt. Dann nehmen wir den Fisch raus und verladen Maximum an Holz. Und wieder nach oben. Ja, immer dasselbe Spiel. Ja klar, um die Bilanzen halt wieder halbwegs hinzukriegen. Es kommen momentan auch keine Forscher nach, weil wir einfach nicht genug Getränke produzieren. So. Deshalb bin ich gerade am Überlegen, ob wir einfach die Dings hier wieder aufs Gelbe setzen. Dann sind die zwar nicht glücklich, aber wir... Ja, es ist nur noch minus 91. Genau, das ist, haben nicht so eine schlechte Bilanz. So. Er hat ein eckiges Mononoke. Mononoke? Sekunde, dann habe ich Zeit für Sie. Nun denn, der Wissenschaftsrat erwartet mich bald. Ich habe 60 Credits. Verdammt. Für eine Straße ist das. Ja, und ich habe keine 60 Credits mehr, ich habe noch 24. Natürlich, die Straße ist gleich wieder weg. Ja, ich werde jetzt nochmal fahren gleich. Minus 93. Wissenschaftliche Ergebnisse kann man nicht einfach herbeizaubern, aber ich bemühe mich weiter. Das will ich stark für dich hoffen, dass du dich bemühst, ansonsten bemühe ich mich darum, dass du keinen Job mehr hast. Na, es gibt wirklich nicht mehr viel zu verkaufen. Nö, es wird aber alles zum Glück nachproduziert, da wir die Produktion nur für Carbon angehalten haben. Das ist mir eigentlich relativ egal. Das kann ruhig so sein. Ich werde nur gleich, wenn ich da bin und verkaufe. Mich gleich wieder zurückbewegen. Und möglichst schnell die Straße bauen. Bauen. So. Na, kommst du in die Reichweite? Hier finden Sie alles, was Sie benötigen. Jo. Selbst SAAT muss seine Forschungen finanzieren. Check. Nicht schlecht hier. Aber mehr Gesellschaft auf meinem Niveau wäre toll. Straße. Gerade nach hinten, ja. Es ist so richtig von der Länge, ist egal. Ja. Wenn es nicht richtig ist, dann ist es ganz zu lang. Hoch, ja. Ich glaube nämlich, ja, passt genau. Gut.
das sollte die Bilanz jetzt gleich nochmal ein ganzes Stückchen einrücken. Oh. 85. Dauert ein bisschen, bis die ganzen Leute eingesiedelt sind. Ja. Boah, ist echt, der Bau ist wirklich nur dafür da, um Leute ranzuziehen jetzt gerade. Damit wir möglichst viel Steuereinnahmen haben. Ich habe aber auch immer nur weiter Produktion gebaut. Mhm. Weil ich ja nichts weiter an Leuten brauchte aktuell. Oh, 94, es wird schlechter wieder. Ah, es wechselt. Es ist sehr wechselhaft. Ja, ich glaube auch. Mit einem jetzt größeren Rechenzentrum ginge meine Arbeit schneller voran. Naja, muss wohl auch so gehen. Ja, es tut mir leid für dich. Aber hier kommen auch momentan keine Leute dazu. Es bleibt bei den 440. Sind die so unzufrieden, oder was? Eigentlich sind die gar nicht wirklich unzufrieden, guck's mal an. Also außer, dass ihnen die Aktivität fehlt. Weil das Forschungslabor bei denen nicht nah genug dran ist. Aber also die hier können quasi alle aufsteigen. Ja. Das reicht ja vollkommen aus. Ist ja in Ordnung. Richtig. Die müssten jetzt nur irgendwie... Sehr gut erfülltes Bedürfnis nach Getränken. Ja, also irgendwie. Guck mal, einer von fünf ist nur drin. Da unten siehst du das ja. Hm. Ich könnte Tage in meinem Labor verbringen, aber ein Fenster wäre trotzdem nicht schlecht. Ja. Hol dir erstmal eine Freundin, Junge. Also, sie sind hier alle eins von fünf. Die hier oben sind noch voll besiedelt. Ja. Okay. Ja, die 9 sind irgendwie unzufrieden. Wir können ja mal kurz hier runterdrehen. Um eine Stufe. Das wird. Guck mal hier, dann ist hier gleich wieder. Und dann ziehen bestimmt auch wieder ein paar dazu. Ja. Hoffe ich zumindest mal. Wir müssen ja langsam echt in den Bereich kommen, wo es denn egal ist. Ich weiß nicht, was wir gerade produktionstechnisch groß stoppen könnten. Alles. Naja, aber dann haben wir nichts zum Verkaufen. Spiel gespeichert. Ne? Tja. Du musst aber quasi echt alles stoppen. Bei Munition zum Beispiel lohnt sich ja richtig. Allerdings, wenn ich das stoppe, ist es natürlich enorm viel weniger, was wir verbrauchen. Das wird dann immer noch 10 sein, oder? 7? 15, nur die Hälfte. Also es geht auch wirklich nur die Hälfte weg. Das ist, du musst das so diese oder Stadt so. Diese Stadt entwickelt sich langsam zu einem Ort, an dem die Wissenschaft einen angemessenen Stellenwert hat. Ja, aber eigentlich seid ihr doch alle recht happy, oder nicht? Was ist denn das Problem? Und jetzt, doch, jetzt ziehen welche zu. Ja, jetzt kommen welche dazu. Ja, jetzt kannst du die Mieten wieder teurer machen. Ja. Wow. So reicht es. So reicht es. So, dann haben wir nur noch minus 50. Das heißt jetzt, wenn ich die nächsten Häuser noch nachziehe, zum Glück brauche ich ja jetzt vorerst keine Straße mehr. Ja, das ist schon eine etwas langwierigere Mission. Mhm. Da ist jetzt immer wieder nur einer drin, ne? Genau. Aber es wird ja immer besser dafür mit deiner Brillanz. So, wir machen jetzt das hier wieder auf das. Warten einen Augenblick, bis die Leute wieder zuziehen. 475 sind es aktuell. Da müssen wir nur ein bisschen drauf gucken. Und wenn es damit besser wird, dann ist schick. Hier bin ich voller Inspiration. Erst gestern habe ich eine neue Erfindung gemacht. Was mich jetzt allerdings interessiert, wir können jetzt mal so machen. Kurz die Bilanz runterdrehen und hoffen, dass die Getränke ausreichen. Ja, wird schwer, oder? Ja. Das ist sehr gut erfüllt. Das ist grün. Ja, das ist, solange da noch was ist. Auch eine Tonne wird noch reichen. Allerdings haben die auch einen massigen Verbrauch. So, guck jetzt hier. Oh, der steigt auf, ja. Ja, und die Rechte hat er dafür auch. Also theoretisch darf er das. Ich habe die Formel jetzt zum Glücklichsein gefunden. Jetzt fehlt mir nur noch eine Frau dafür. Aha, das habe ich gerade auch gesagt.
Er darf trotzdem jetzt langsam mal aufsteigen. Das ja, er steigt gerade auf. Er ist doch gerade am... Ja, deshalb ja, also... Aufstiegsbereit, aber nicht am Aufsteigen. Ja, vielleicht, wenn du ihn nicht angeklickt hast. Geht es dann? Ach ja, und du brauchst Bauzellen und Werkzeug, hast du? Ja. Ja. Hab ich. Weil je mehr Forscher, desto besser, ne? Weil Forscher bringen ja doch eine ganze Menge mehr Kohle. Auf jeden Fall. Vielleicht wird es erstmal Zeit für eine Pause. Ich ja. kann wissenschaftlich beweisen, dass meine Mitbewohner und ich geradezu euphorisch sind. Dann werdet ihr es jetzt nicht 24. mehr sein. Das sieht doch gut aus, das ist okay. 9 von 30, da könnten natürlich auch noch mehr einziehen. Ja, aber dafür müssten erstmal mehr vorhanden sein, oder? Nee, da das Gebäude ist vorhanden, also da wird jetzt... Da könnte jemand einziehen. Okay, aber ich werde es trotzdem so lassen. Weil erstmal unsere Bilanz nicht ganz so schlimm am Boden haben. Und ich würde sagen, wir machen nach einer Aufnahmepause weiter. Weil ich momentan so ein bisschen am Verzweifeln bin. Obwohl ich jetzt einfach hier nochmal... Ich setze jetzt vorher noch ein paar Häuser hin. Chuck. Oh, ich hatte hier den Cut drin, verdammt. So. Dann können auch mal ein paar mehr einziehen. Vielleicht reicht das ja. Mit einem größeren Rechenzentrum ginge meine Arbeit schneller voran. Ja. Naja, muss wohl auch so gehen. Wird wohl so gehen müssen, ja. Also, ich würde sagen, wir machen eine Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme-Session. Mal gucken, wie ich das schneide wieder. Also, bis dann. Tschüss. Bis dann.